Jawoll, Abfahrt. Ja, hier ist Flugskommissar 70 mit der weiteren Gastreplay. Und nach längerer Zeit ist sie wieder dabei. Julia on the Crusade aus dem kleinen Spike. Hier mit dem 9er mittleren Platz in der deutschen Fraktion. Leopard PTA in einem 9er, 8er, 7er Begegnungsgefecht auf Malinowka im südlichen, Quatsch, im östlichen Teil der Map gestartet. Da fährt die ran auf die Position E8. Munitionsverleihung 30x Standard APCA mit 420 Damage, 278 Durchschlag. 20x Premium Munition APCA dabei mit 323 Durchschlag und 8x AE 510 Damage, 105 mm. Aber erstmal schön ein Schüsschen in diese Turmseite des Tigers 2. Schon mal 470 zur Begrüßung. Da gab es auch noch Unterstützung, Aufklärungsschaden, 543 dazu. Jawohl. Dann hat sie hier kleines Red Kit, automatische Vorlöscher und kleines Med Kit. Zur Mission kommen wir gleich. Feldausrüstung hat sie auf Position 1. Ja, den erbeuteten Ziel, verbesserte Zielführung, ne, erbeutete die pinke, auf 2 normale Optik und auf 3 geräuscharme Abgassystem. Jawohl. So, dann können wir mal zur Mission gleich gucken. M103, okay. E50, AK. Ja, nicht AK, sondern OK. Den auch erstmal 400 einschenken. Vielleicht nochmal einen zweiten Schuss, aber da reicht die Reloadzeit nicht. Sind fast 10 Sekunden. Wir gucken dann doch mal. Ach, da ist doch der nächste Kandidat hier. Ja, das ist doch der neue TD. Also die neue TD-Reihe, die mit der Version 1.17 eingeführt wurde. Ja, auch schon mal 376 eingeblasen. Und ja, da gab es auch noch einen zweiten Treffer, besser gesagt. Aber die Aufklärungsschaden hat sie nicht bekommen. AOZ. M103 kommt sie nicht drauf. E50 mal wieder. Nee, okay. Dann gucken wir mal in der Mission. Mittlerer Panzer 13, aggressive Aktion in Richtung Objekt 260 hat sie nochmal aktiviert. Da gibt es Aufklärungsschaden. 87, naja, auf den E50, warum nicht? 2:2 steht es. Diese hinterm Felsen. Komet, Liga 1 und Cobra. Müssen wir ein bisschen warten. AMX 1375 ist gerade aufgegangen. Auf der 1er Linie. Ja. Da kommt sie wirklich nicht drauf. Da ist der Komet. Hier der E50. Der ist aber dahinter. Nee, das wird hier nicht. Ich glaube, jetzt verlegt sie sich gleich. 3:4. Nee, sie wartet noch ein bisschen ab. Auf den T95 kommt sie nicht. Er steht zu tief. So, jetzt wird sich doch verlegt. Ja, keinen Sinn mehr hat. So, jetzt kommt sie auf den T95. Apola. Abraller. Nicht ganz genau getroffen. Vielleicht Tiger 2 noch mal ein bisschen. Auch Abpraller. Will einfach nicht. Ah, da werden schon wieder Nettigkeiten ausgetauscht. 4:7 steht es bereits. Aber jetzt den T95 schön in die Unterwanne. Tiger 2 nochmal vielleicht. Jawohl. Raus damit. Erster Kill. Liga 1.
Na, da steht er. Ja, einfach durch den Turm. Das geht natürlich mit einem Durchschlag von 323. So, der T95 nochmal quer vorm Rohr. Red jetzt bei. Da wollte sie die Capola treffen. Leider wieder abgeprallt. Doch eher die Unterwanne. Ja, hat rot angezeigt und da zieht sie die Kette. Wenigstens was? 5 zu 8 steht es. Wir sind bei 2327 Damage. 630 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ja, muss sie sich ein bisschen zurückziehen. Erst sah es ganz gut aus. Jetzt konnte sie doch die Unterwanne vom T95 penetrieren. Zugegangen. Progetto 46. Achter Premium mittlerer Panzer der Italiener. Ihr kennt ihn alle. Schuss Revolver kann man ziehen. Jawohl. Hab dich. Jawohl. Zweiter Kill. Auch wenn es so 45 HP war, aber eine Kanone weniger. 8 zu 9. Rückstand verkürzt. So, irgendeiner schmeißt die Mühle an. Die Jaulmühle. Steht im Cap. Jetzt erstmal hier den Tiger 1 verarzten. So, Tiger 1 rausgenommen, dritter Kill. Ja. Das ist ja die neue Version. Warum sind denn meine Panzer nicht halb rot, halb offen? Ihr wisst, wenn er verdeckt ist, zeigt er rot an. Das muss ich irgendwo nochmal in den Einstellungen einstellen. Oder mal aktualisieren den Mod. Keine Ahnung, woran das liegt. In der Zwischenzeit 9 zu 9 ausgeglichen. So, gleiches Halbzeit hier von der Runde. In 15 Sekunden. Und hier haben wir den VZ 44-1. Sehr gut. Jawohl. Schön durch den Turm geboostet. Er ist abgelenkt. Da kann sie hochfahren. Oh, und da geht er schon raus. Dann nehmen wir den Komet. Jawohl. 399 in den Komet. Warum auch nicht? Wir sind beim Damage von 4258. 1116 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ja, geht jetzt auf der Tisch. Auto eben auf den Komet und Schuss rein. Vierter Kill. Gleich weiterfahren. Jeder noch wer zielen kann. Sie anvisieren. So, Cobra. Boah. Da kriegt sie voll einen geschmörgelt hier von der Arti. 289. Und vom Challenger auch noch 294. Der da unten steht. Der ist aber jetzt aufgegangen und draufgegangen. Tja, das kommt davon. Ja, 1117 Hitpoints hat sie noch. Nicht ganz so schlimm. Und am jetzt wird ein Zug gebildet. Nachträglich mit dem AMX. Würde ich auch so machen. Macht jeder so. Bleikugel aus dem Clan S-M-X mit den AMX 1357. Wird ja der Zug angeboten. Der auch 4 Kills hat. Arti flüchtet. Ah. Da geht die Arti zu. Nochmal ein Schüsschen hinterher. So, da haben wir den Komet. Und raus damit. Fünfter Kill. Emil 1. Noch full life. Interessant. Jetzt nicht mehr. Das tut weh. Ja, also sehr schöne Sprüche hier. Und raus damit. Ja, den Kill holt sich wer anders. Hat sich hier der SHP-TK EVP geholt. Nur noch die Arti. Und zack, in der Fahrt rausgenommen. Kriegermedaille.
und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift hat sie bloß Ace geschrieben. Ja, und da haben wir das Ace, das Panzer Ace. Dann haben wir Speerschläger, Wirkungsfeuer, 97.264 Credits, XP kommen wir später, Meisterschütze, dann Waffenbrüder für den nachträglich gebildeten Zug, würde jeder so machen. Und dann haben wir hier Großgeliebe und die Kriegermedaille natürlich. Für die 6 Kills gehen wir in Teamscore. 5257 Damage, 1449 Basis XP und Mr. Bleikugel hier mit seinem AMX 1357 hat 2083 Damage, 4 Kills und 1829 Basis XP. Hier mandiert ein Report rein, 23 mal geschossen, 20 mal getroffen, 16 mal durchschlagen, 2959 Damage über 300 Meter. Dann hat sie doch Aufklärungsunterstützungsschaden hier anderer Teammitglieder, 2917, macht einen kombinierten Schaden von 8216, gefahren 2,2 Kilometer, dafür gab es 54.035 Credits, dann Bonus hier 16.211, macht die 97.264, abzüglich Repair und Munition, ja, bleiben 29.923 Credits über, mit Plus, das Ganze 10 Minuten, dann die Basis-XP von 1449, ja, und dann persönliche Reservenbonus und Missionsbonus, beides 1087, macht kombinierten XP hier von 4348, ja, und 108 freier V. Ja, nette Runde hier mit dem Leopard PTA. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.